Moin Leute, wie ihr seht, hier ist mein Tesla Model 3 Performance und daneben in einem wirklich sehr schönen Rot ein Tesla Model S. Und vielleicht kennt der ein oder andere den Wagen auch, das ist der Wagen von Tesla Lisa. Sie hat auch einen YouTube-Kanal und berichtet da auch über ihr Auto und ihre Erfahrung mit Tesla. Und wir haben uns vor einer Weile mal getroffen und dann sind wir eben hier durch die Stadt gefahren mit dem Model S und hat sie mir gesagt, dass sie noch nie Model 3 gefahren ist. Dann habe ich gesagt, okay, wir hatten eigentlich eine andere Idee für ein Video, aber dann habe ich gesagt, du musst eigentlich mal das Model 3 testen und einfach mal deine Meinung dazu geben. Und ich hole sie jetzt einfach mal her, du stehst da. Es ist tierisch kalt, wir müssen uns ein bisschen beeilen, aber wir haben gerade schon gesagt, in Jacken sieht man immer blöder aus. Ja, genau. Du bist noch nie Model 3 gefahren? Nein, also nur mitgefahren, aber noch nie selber. Noch nie selber, okay. Mhm. Aber du hast schon mal deine Erfahrungen so ein bisschen sammeln können vom Aussehen und alles hast dich natürlich auch vorher schon sehr ausgiebig informiert. So als ich bin ein bisschen kleiner als du. Ja, sorry. Bisschen nach oben abgeschwenkt. Ja, und ich habe mir gedacht, du fährst einfach mal, ne? Ja, finde ich cool. Bist du schon mal das Model S als Performance gefahren? Das Schnellere? Ja, als Loner, ne? Aber als 75er. Also wenn du ihn ja zu Tesla bringst, kriegst du ja immer einen Loner und das ist ja meistens ein Performance-Modell. Das wollte ich fragen, weil ich habe jetzt auch, den wollte ich mal jetzt zum Service-Center bringen. Ich hatte es bisher bei keinem noch gemacht. Kriegst du ein Auto dann? Aber erst, wenn du länger als 4 Stunden da bist. Ach so, wenn das schneller als 4 Stunden geht, dann musst du da sitzen. Sitzen oder wieder wegfahren oder whatever. Okay, also nehme ich meinen Laptop mit. Okay, interessant. Das habe ich mich tatsächlich gefragt, wie das funktioniert, weil die Sitze, da stimmt irgendwas nicht. Mal gucken, was die da überhaupt machen, ob das irgendwie softwaremäßig ist und so ein paar andere Sachen. Also, wir kennen das. Ich saß eben bei dir auch schon drin, so, warte, da klappert irgendwas. Ja, das sind die Dämpfer. Okay. Man kennt die Problemchen. Ja, sehr spannend. Ich saß eben bei dir drin. Wir machen auf deinem Kanal ein Video, wo ich mir quasi das Model S von dir mal angucke. Perfekt. Und meine Meinung dazu sage. Das heißt, da auch mal vorbeigucken. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Wir fangen mal an, jetzt wo wir die hier so stehen haben. Ja. Vom Aussehen. Was sagst du da? Ja, was sag ich da? Also ich finde, also sie sehen beide wunderschön aus. Gar keine Frage. Ich mag mein Rot halt total gerne. Auch beim Model 3 finde ich das Rot echt schick. Aber ich muss auch sagen, der Graue gefällt mir auch ganz gut. Aber mir fehlt so ein bisschen, also ich habe mich an meine Schnauze so sehr gewöhnt. Irgendwie finde ich, fehlt da irgendwas. Sieht so, naja, weiß ich nicht. Aus? Ja, das stimmt. Also das ist klar. Das ist, ich finde, das Model 3 sieht immer wie so eine Schnabelente so ein bisschen aus, ne, vorne. Ja, so, auch ein guter Vergleich. Genau. Ja. Also, oder wie früher Darkwing Duck war das, glaube ich. Der hatte so ein Flugzeug und der hatte auch vorne so eine riesige Schnauze. Ja, also wie halt die Enten da in Entenhausen immer haben. Ja, das stimmt. Auch so mit den Scheinwerfern sieht das immer aus wie so eine Jetzt kleine Ente. Jetzt sitzt das ewig in deinem Kopf fest. Ja. In eurem Kopf natürlich auch. Insgesamt sieht das Model S halt auch einfach massiver aus, ne? Ja, ein bisschen schnittiger. Ja. Ne? So, also ist auch ein bisschen bulliger. Lass mal von der Seite gucken. Ja. Die stehen jetzt ja auch so relativ gut mal nebeneinander. Dass man einfach mal sieht. Wie groß ist das oder lang ist das Model 3? Ich guck mal die offiziellen Zahlen. Ich hatte das irgendwann mal. Irgendwo mache ich mir immer Tabellen mit irgendwelchen Notizen und da steht das irgendwo drin. Das Model S ist 4,98 Meter lang. Ja, 5 habe ich immer so im Kopf gehabt, ja. Und das Model 3 ist 4,7 Meter lang. Also okay. 20 Zentimeter. So viel ist das jetzt auch nicht. Nee. Naja, aber, also ich habe eben, als wir drin saßen, ja schon gesagt, das ist alles so ein bisschen. Geräumiger, ja. Ja, ein bisschen gemütlicher. Ja. Und vor allem, dass man hinten den Kofferraum natürlich da noch sieht. Also, dass man von oben quasi theoretisch reingreifen kann. Das kannst du beim Model 3 ja nicht. Nee, kannst du die Sitze aber umlegen. Ja, das ist auch wirklich ein Punkt, wo ich sage, deswegen würde ich mir, glaube ich, kein Model 3 holen, wegen diesem Kofferraum. Weil ich finde das echt strange, so, dass der so abgeschlossen ist. Also, ich finde das da einfach total cool, dass du so viel Platz hast. Und das stimmt. Und wir waren jetzt ja gerade in Frankfurt. Und da war Timo vom T&E Magazin und der hatte hinten seine Hunde drin. Ja. Und Laura, meine Freundin, meinte auch hinterher, das sei ja voll gemein, dass er seine Hunde drin hat, weil das geschlossen ist beim Model 3. Aber beim Model S kannst du rein theoretisch. Könntest du ja offen. Dass sie offen lassen, ne? Und er hatte es auch offen. Ja. So beim Model 3 hast du keine Chance. Dann lass mal von hinten gucken. Da sieht man aber auch schon gleich, ne? Also Model S deutlich breiter im Vergleich zum Model 3. Weil ich da hinten, muss ich sagen, die Verarbeitung ein bisschen schöner finde beim Model 3, so unten die Schürze. Weniger Plastik oder also das ist Schwarze, also meinst du? Ja, es wäre schön, wenn es jetzt auch in komplett Rot wäre. Ich finde halt insgesamt, so das Model S ist halt einfach detailreicher irgendwie. Also ein bisschen, es wirkt halt schon so nochmal hochwertiger, wobei... Ja, man sieht es halt auch schneller, ne? Ich habe ja auch noch diese Alu-Schürze, da wollte ich gerade sagen, also mit dem Tesla-Schriftzug. Ach stimmt, ja.
Stimmt, ja. Ich habe gar keinen Tesla-Schriftzug kennen. Ja, ja. Das, ich glaube, das kann man sich mittlerweile als Model 3-Fahrer auch nachrüsten. Okay. Aber weiß ich nicht, ob das irgendwie dann immer so cool aussieht. Ja, würde ich jetzt auch nicht unbedingt. Nee, Model 3, finde ich, ist insgesamt halt einfach ein bisschen unaufgeregter. Ja, also es ein ist nüchterner. Ja, ja, genau. Genau, ja. Und was ich natürlich bei Model S sehr cool finde, sind einfach die Türgriffe, ne? Ja. Die, das finde ich ja echt cool. Ja, auch wenn sie... Wohingegen das natürlich... Ja, es ist halt, man muss sich dran gewöhnen, ne? Ja, also das ist echt so eine Sache... Man gewöhnt sich sehr schnell dran, ja, ne? Glaub und ich glaube, wahrscheinlich wird das halt auch schneller gehen, wenn man jetzt mal schnell ans Auto geht, weil man halt einfach nur den hier macht. Ja. Oh. Ja, wie oft hatte ich schon, dass jemand rein wollte und davor stand so... Und das passiert... Ja, okay. Oder steht einfach davor und so... Hä? Wie komme ich denn jetzt rein? Ja, dagegen drücken. Wie, da passiert doch nichts. Ich so, doch, drück doch mal dagegen. Ach so, dann kommt da raus. Ja, super. Ganz toll. Ja gut, also dann würde ich jetzt sagen, wir fahren mal eine Runde. Hier ist der schöne Schlüssel vom Model 3. Der schöne Schlüssel. Ja. Ding. Ja, du musst es, ja, okay, genau. Ja, du musst es nur hier runter. Immer, ne? Ja, das war der Vorführer, deswegen ist es auch hier so ein bisschen zerkratzt. Ja, du musst es einfach nur hier runter da einfach anhalten. Jetzt geht's. Das ist natürlich auch so was Einfaches, wo du, glaube ich, ja noch ein... vernünftigen Schlüssel hast. Ja, ich habe hier mein Mini-Model S. Das geht auch mit dem Handy bei dem, oder? Ja. Alles. Ich kann auch mit dem Handy aussperren, ja. Das heißt, theoretisch den Schlüssel müsstest du nicht mitnehmen? Doch, ich glaube, wir brauchen ihn zum Fahren. Ah, okay. Ja, gut. Also, das... dann sagt er halt, also wenn die Batterie zum Beispiel auch leer ist oder low, dann sagt er immer, musst du austauschen und du musst ihn halt immer in die Mittelkonsole schmeißen. Also mache ich zumindest. Ah, okay. Weil ich fahre ja mit dem eigentlich nur im Handy. Also die Karte, die habe ich zwar meistens dabei und die Mieter kriegen die natürlich. Hast du sogar aufgezeichnet, ne? Ja, wie das geht, ja. Als Besitzer brauchst du das Ding ja nicht. Wie gesagt, im Portemonnaie lassen, falls irgendwas mal nicht stimmt, falls man das Handy verliert oder so, aber sonst... Ja. Gut, ich würde sagen, wir springen einmal rein. Mhm. Du saßt ja schon mal drin, ne? Du meintest ja auch eben, als wir schon mit deinem gefahren sind. Warte, ich muss mich mal auch irgendwie anschnallen hier und gleichzeitig die Kamera halten. Das ist immer gar nicht so einfach. Ja. Dieses Horizontale, damit kommst du nicht klar. Ich weiß, also ich kann es nicht genau sagen. Also ich fand es immer strange, dass hier nur noch ein Display ist. Mhm. Ja? So, ich habe hier keine Anzeige mehr. Ich denke so, ich vermisse irgendwas. So, man ist es aus dem Verbrenner gewohnt. Das hat mir dann da auch, also habe ich da ja quasi wiedergefunden, so meine Anzeige hinterm Lenkrad, aber hier halt nicht. Ja, die ist einer der wenigen X-Klassen wahrscheinlich, die es am Ende geben wird, weil die Mercedes haben X-Klasse jetzt eingestellt. Wird eingestellt. Ja. Ja. Ja klar, ich weiß, was du meinst. Es ist auch das Erste, was die Mieter immer sagen oder wo ich immer gefragt werde, wie ich damit klarkomme, dass ich halt nicht vor mir irgendwie ein Display habe und die Geschwindigkeit sehe. Aber ich muss halt sagen, dass ich mich mittlerweile so dran gewöhnt habe, dass es kein Problem ist. Und ich das auch ganz geil eigentlich finde, dass man einfach so ein riesen Sichtfeld hat. Ne? Ja, also selbst bei schon. Deinem ist es ja irgendwie bis hier oben geht das das Ganze. Und auch bei jedem anderen Auto, also Mercedes, auch mit den beiden Displays, ist ja auch alles sehr hoch. Ja, das stimmt. Und hier hast du echt eine... Es ist ruhig halt auch, ne? Du bist nicht abgelenkt. So. Und ich glaube, man gewöhnt sich halt relativ schnell einfach nur diesen kleinen Seitenblick zu werfen, so wie schnell fahre ich dann. Es ist nervig, so klar, es ist geil, das in der Sicht zu haben. Mhm. Zum Beispiel beim i8, da habe ich das ja auch als Head-Up-Display. Das ist natürlich absolut geil, ne? Da musst du gar nicht den Blick von der Straße nehmen. Ja. Aber man muss halt auch sagen, Peugeot ist das, glaube ich. Und auch beim Toyota Prius zum Beispiel, das ist ja auch alles in der Mitte. Ja, das ist auch in der Mitte, ja, genau. Also das ist ja nichts, was jetzt Tesla irgendwie erfunden hat. Nee. Sondern es gibt schon Millionen von Autos, die das in der Mitte haben. Ja, fahren wir mal los. Fahr doch mal. Ja, fahr ich mal. Jetzt wollte ich hier jetzt schalten. Jetzt wird nichts passieren. Du bist jetzt in N. Du musst komplett runter. Ja. Ist das nicht bei dir zweistufig? Doch, aber nicht so doll. Ah, okay. Also ich nehme ihn einfach runter und dann los geht's. Ne? Ui, ist doch ein ganz... Ui, ist ja anders. Und ich wollte sofort gucken, wie schnell ich bin. Das ist schon eine Umstellung. Und du merkst halt auch gleich, ne, eben wo wir mit deinem durch die Stadt gefahren sind, das war total ruhig und hier merkst du oder nimmst du schon mehr wahr, ne? Ja, also es ist halt auch ein bisschen unruhiger auf der Straße, habe ich das Gefühl. Die Dämpfer sind auf jeden Fall härter, ja. Ja, aber ich finde es geht. Klar, das ist ja auch das Performance-Modell, der ist ja auch nochmal tiefer als die anderen. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Und halt auch nochmal härter eingestellt. Aber ich bin auch bisher immer nur das Model 3 als Performance-Modell gefahren. Das heißt, ich weiß jetzt auch nicht, wie die anderen sich anfühlen. Ja. Das muss ich auch nochmal irgendwann machen. Ja, das macht schon Spaß, ne? So dieses Gas geben, so, das ist hier auch genauso. Ich finde, ich habe auch relativ schnell jetzt so gefühlt den Überblick. So von den Maßen her, das ist ja jetzt ein bisschen kleiner.
aber ich habe jetzt nicht das Gefühl so, oh Gott, ich wüsste gar nicht, wo er anfängt und aufhört. Ja. Bin letztens ja eine Zoe gefahren, da kannst du vorne zwar, also hier kann ich ja fast sehen, wo er wirklich endet, bei der Zoe siehst du das auch irgendwie schlecht. Ich habe immer irgendwie so ein Stück vor der Mauer gehalten, weil ich dachte so, nee, die hört da vorne schon auf, ich fahre da gleich gegen. Das finde ich halt auch angenehmer im Tesla, ne? Dass er das immer direkt auch mit Zentimetern anzeigt und so, das ist schon ganz geil. Also ich finde jetzt, selbst wenn wir hier auf dieser Buckelpiste unterwegs sind, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, wie einige das beschreiben. Also klar, es ist ein kleiner Unterschied vom Fahrgefühl her, aber ich finde es jetzt nicht so wild. Also ich bin ja noch sportlichere Autos, sage ich mal, gewöhnt. Ja. Da ist es natürlich gewollt noch mal härter, aber ich finde das Fahrgefühl auch voll okay. Also was ist voll okay? Ich finde es eigentlich gut. Und ich liebe es halt auch, gerade jetzt dadurch, dass er ein bisschen kleiner ist, das Fahrwerk ein bisschen härter ist, dass man schon ziemlich direkt auch fahren kann und halt auch mal Gas geben kann und in die Kurve gehen kann. Das kleine Lenkrad ist süß. Das, also am Anfang habe ich mich total erschreckt in meinem Tesla, weil ich dachte so, boah, was ist das für ein Lenkrad? Ja, ich fühlte mich wie so eine LKW-Fahrerin. Und das finde ich irgendwie ganz niedlich. Das ist so klein und süß. Muss ich gleich mal sehen, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das so... Es ist auf jeden Fall kleiner. Okay. Und ich also die Vollräder, halt, ja, die also die finde ich halt nicht so schön, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber, naja, wenn man sich einmal an sein Auto gewöhnt, ne? Ja, klar. Das eigene Auto ist ja sowieso immer das Liebste. Ja, gut, aber ich kann mich doch relativ schnell daran gewöhnen. Also ich gucke jetzt schon immer nur so kurz zur Seite und gucke, wie schnell ich fahre. Man muss ja sowieso beim Tesla lernen, ein bisschen nach Gefühl die Geschwindigkeit einschätzen zu können, weil falls er dann mal ausfällt, wie in einer meiner letzten Videos. Ich glaube, das ist schon immer schneller als in deinem jetzt. Ja, also wenn ich die Satellitenansicht sogar anhätte, dann wäre es ja noch schlimmer. Das siehst du gleich auch. Also das, oh. Und, aber das ist auch nicht besser bei dir. Nee. Hallo? Ja, irgendwie steht da verkehrt rum. Ja. Aber das habe ich auch schon ganz oft gehabt. Das ist irgendwie... Vor allen Dingen die Modelle gibt es ja hier gar nicht. Also als LKW. Das sind typische amerikanische LKWs mit dieser langen Schnauze. Ja, ja. Aber hier haben wir ja nur immer da sieht man halt die einfach, kurzen Schnauzen. Dass es ein amerikanisches Auto ist. Ja. Ne? Was ich mal gucken will... Setz mal kurz den Blinker. Ja, er blinkt rot sogar. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass es überhaupt blinkt. Also es ist irgendwann mal bei irgendeinem Software-Update mitgekommen, weil vorher war der immer noch gelb. Okay. In den deutschen Teslas. Und dann haben sie es irgendwann bei irgendeinem Software-Update wieder umgestellt. Ah, okay. Und es ist rot. Und da denke ich immer so, ach komm Leute, das ist jetzt wirklich nur ein ganz kleines Feature. Das hättet ihr uns auch lassen können. Wir haben nur mal gelbe Blinker. Ja, okay, das haben sie dann wahrscheinlich irgendwie aus Versehen überschrieben oder sowas. Ja. So. We don't care. It's a feature. Einmal musst du nochmal Gas geben. Ja. Obwohl, langsam ist deiner ja auch nicht. Nee, das stimmt. Aber... Oh ja, der zieht schon ganz schön, ne? Ja. Ja. Er hat halt einen schönen Wendekreis, ne? Nee, ist auf jeden Fall ein schönes Auto. Also gut, die Ablagen ist halt auch nochmal ein bisschen anders so, aber... Du hast vor allem mehr Platz, ne? Und es sieht bei dir irgendwie ein bisschen schöner aus. Gut, also dein Fazit... Ja, schöner, kleiner, sportlicher Schlitten, ne? Nee, also es ist cool. Also hat halt einfach viel von Tesla, was man ja schon kennt so als Tesla-Fahrer. Ich finde ihn echt super klasse. Also hat ja trotzdem ein gutes Platzangebot. Man sitzt auch bequem. Ich finde die Sitze angenehm. Und ja, also ich würde mir, glaube ich, auch irgendwann einen holen, wenn es denn sein muss. Vor allem, was er ja hat. Das ist jetzt echt ein Frauenfeature, ne? Aber er hat beleuchtete Spiegel. Das hast du nicht? Nein. Echt? Ich habe keine beleuchteten Spiegel. Na Mensch, ja. Das ist aber auch, das braucht man doch eigentlich wirklich. Aber finde ich verrückt, dass die das eigentlich hier haben. Ne? So, ich meine, viele Sachen. So, ich meine, du hast hinten keine Knöpfe für die Sitzheizung, aber du hast beleuchtete Spiegel. Ja. Cool, super. Wir springen jetzt einfach mal, oder wir ändern das Ganze mal. Du nimmst jetzt die Kamera in die Hand, deine Kamera. Und dann machen wir dasselbe mal mit dem Model S, wie ich das zweite oder dritte Mal fahre. Wie gesagt, hoffe ich, bin ich dir noch nicht gefahren. Und dann sage ich mal meine Meinung dazu eben bei Lisa. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.